Liebe Zuschauer, jetzt habe ich einen Mann vor mir stehen, den ich schon jahrelang kenne. Und Sie werden jetzt sagen, wer ist das? Das ist Kai Panon. Ist richtig? Ja, ja, meine hugenottischen Vorfahren haben mich Entschuldigung genannt. Okay. Und der Mann ist der Geschäftsführer von Reisen mit Sinn. Kai, was kann ich mir darunter vorstellen oder was können sich nur der Zuschauer darunter vorstellen? Reisen mit Sinn? Ich meine, Reisen, es gibt so viele unterschiedliche Reisestile, ja. Man kann All-Inclusive hinfahren oder eine Kreuzfahrt machen. Bei uns kann man nachhaltig mit vielen besonderen Inhalten viele Länder dieses wunderschönen Planeten kennenlernen, ohne ihn dabei zu zerstören. Ah ja, das heißt also nachhaltig. Schön nachhaltig und nichts kaputt machen. Und ja, immerhin, auch wenn es eine Krücke ist, sind alle Flüge, die wir dann doch noch nutzen, und das Landprogramm Hotelübernachtung, Transfers über den besten Anbieter in dem Bereich über Atmosphäre kompensiert, sodass man mit einigermaßen gutem Gewissen auch Fernreisen machen kann und so weiter. Ne? Wo fliegt ihr denn überhin oder wo bringt ihr denn eure Gäste überall hin? Ich meine, da wirst du jetzt sagen, wir brauchen 2 Stunden, um das alles aufzunehmen. Nein. Also wir, muss ich schon sagen, ich habe mal in Asien gelebt, bevor ich die Firma gegründet habe, ja. Und wir haben am Anfang viel in Asien gemacht und inzwischen ist es so, dass wir viel, viel mehr in Europa machen. Aber unser Schwerpunkt ist, weil wir da was aufgebaut haben, die Kapverdischen Inseln noch nebenbei. Da haben wir im Oktober mit 2 anderen Partnern, also Privatpartnern, das erste ökologische Hotel gebaut mit Photovoltaikanlage, mit eigenen Brunnen, eigener Versorgung und so weiter. Das hört sich aber sehr, das hört sich sehr spannend an. Ja, das ist ein tolles Hotel und das haben wir jetzt gerade eröffnet und versuchen eben auch in den Ländern nicht nur unsere Gäste hinzuschicken, sondern möglichst auch was Bleibendes zu lassen, weil letztendlich wissen alle, ja, es kommen viele Menschen aus ärmeren Ländern und je mehr, also natürlich auch aus Krisengebieten, aber man kann natürlich die Lebensgemeinschaften dort unterstützen, indem man als Reiseveranstalter faire Löhne bezahlt und die Leute fair behandelt, sodass sie gar nicht unbedingt weg wollen. Das hört sich schon mal sehr gut an. Also Kapverdische Inseln neu jetzt im Programm, die Kapverdischen. Und was habt ihr aber jetzt, weil du eben von Europa sprachst, was habt ihr in Europa? Also in Europa haben wir eine Menge. Wir haben klassisch Italien und die Nachbarländer, auch Gruppenreisen, individuelle Bausteine, nutzen viele Öko-Hotels, haben gute Partner in den Ländern, veranstalten Reisen, wo man auch gewisse Aktivitäten hat. Zum Beispiel in Piemont gehen wir mit Menschen, mit den Trüffelhunden in den Wald, suchen Trüffel und bereiten uns unser Essen hinterher mit der Köchin vor. Also so, dass man die Kultur mit Wünschen unserer Kundinnen und Kunden gut verbindet und eben Spaß hat, Aktivitäten und ein bisschen Freizeit. Das muss doch richtig Spaß machen, durch den Wald zu stöbern und sagen, ich habe was, Gold gefunden. Und mit den tollen Hunden. Ja, genau. Und dann die Küche hinterher und man macht's, ja. Und solche Inhalte machen wir in fast allen Ländern. Das ist aber jetzt ein bisschen gemein, ja, dass du mir das erzählst. Ja, komm mal mit, komm mal mit. Ja. Nein, das würde ich schon mal, weil das ist auch für die Zuschauer interessant, mal zu sehen, wie es funktioniert. Man erzählt ja immer für Trüffel sammeln und die Hunde und. Aber keiner hat es bis jetzt so richtig gesehen. Alle denken Schweine, ne? Genau, man sieht immer nur das fertige Produkt. Ja, das stimmt. Ja, gut, okay. Weil es gibt ja weiße und schwarze Trüffel. Ne? Das ist richtig. Genau. Und das ist natürlich schon spannend. Also meine Frage, wo finde ich denn das alles, wenn ich jetzt sage, Reisen mit Sinn? Webseite habt ihr ja bestimmt auch. Ja, reisenmitsinn.de haben wir. Und man findet uns natürlich auch immer mehr in Reisebüros, weil auch viele Reisebüro-Kooperationen öffnen sich immer mehr nachhaltigeren Spezialveranstaltern, sodass wir da in vielen Reisebüros inzwischen sind. Aber natürlich, uns ist am liebsten, da gibt es immer noch die beste Beratung bei Reisen mit Sinn. Ja genau, also das ist nämlich wichtig, dass ich sage, ich rufe da an, ich kriege die richtige Auskunft
und nicht im Reisebüro, warten Sie mal, ich muss mal in den Katalog gucken, wo steht das, Seite 67, nee, steht es nicht. Mhm. Also das ist schon ein bisschen nerver, ja. Weil ich hatte ja früher selbst ein Reisebüro, ich weiß ja, wie das ist. Mhm. Du suchst und suchst und stellst dann irgendwas zusammen, aber wenn du mit dem Veranstalter selber sprechen kannst, kannst du sagen, wissen Sie, ich hätte gern den Wunsch oder ich würde gerne das. Und du sagst dann deinen Kunden, kein Problem, kriegen wir alles hin. Also jeder hat bei uns gewisse Destinationskenntnisse, sodass die Sachen aus erster Hand kommen und dass wir bei unseren besonderen Reisekonzepten auch die Leute ehrlich beraten, weil was nützt es, wenn die Menschen da nicht wirklich Spaß dran haben, was sie dann mit uns machen. Also Sie haben jetzt alles gehört, was man mit Reisen, mit Sinn alles Wunderbar. Machen kann. Wenn Sie sagen, liebe Zuschauer, ja, das ist was für mich, ökologisch, nachhaltig, genau das wollte ich schon immer und haben. Und spannend. Und spannend, außerdem noch dazu. Ja. Dann sollten Sie einfach auf die Webseite gehen, einfach mal reinschauen, schicken eine kurze Mail, Sie kriegen garantiert eine Antwort und vielleicht sehen wir uns auf der einen oder auf der anderen Reise und sagen, Wunderbar. Super, wir haben das gemacht. Kai, erstmal herzlichen Dank. Ja, ich danke auch. Spannend. Fand ich auch sehr schön. Dankeschön. Dann haben wir uns gesehen. Danke. Okay, super.